Servus zu Barbecue aus Franken. Es gibt ein neues Rezept. Wobei, neu ist es sicher nicht. Ganz im Gegenteil, das ist eine richtig alte Geschichte. Also ich kann mich erinnern, früher gab es das fast in jedem, ja, etwas besserem Lokal. War so in den 80er, 90er Jahren. Das war das Herrentoast. Woher der Name kommt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich habe das versucht herauszubekommen. Keine Ahnung, ich habe nichts gefunden. Wenn ihr wisst, wo es herkommt oder wie das zustande gekommen ist, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Das würde mich interessieren. Ich müsste jetzt ja, um quasi alles richtig konform zu machen, müsste ich sagen, Herren, Damen, diversen Toast. Aber gut, wir lassen es bei Herren Toast, so hat es schon immer geheißen, so heißt es auch jetzt. Es ist eine richtig schön einfache Geschichte. Ich habe mich da wieder dran erinnert und habe gedacht, das machen wir jetzt einfach mal am Grill. Eine schöne Sache, vor allen Dingen geht es relativ flott. Die Zutaten sind auch überschaubar. Und ein schönes Ladler dazu, dann habt ihr richtig gutes Essen gehabt. Aber um es gehabt zu haben, muss man es auch schon mal zubereiten. Das machen wir jetzt miteinander. Zutaten, die liegen hier auf dem Brett. Da schauen wir jetzt mal drauf. Alles im Blick, hoffe ich zumindest. Ja, was haben wir denn hier? Ich fange gleich einmal mit dem an, was ich ein bisschen ändere zum normalen klassischen Herrentoast. Ich habe keinen Toast und ich habe Brot. Richtig schönes, gutes, dunkles Brot. Ich finde, es harmoniert noch besser zu dem, was wir jetzt insgesamt machen. Und ihr könnt es natürlich auch mit Toastbrot machen, so richtig schön klassisch. Ich schreibe es ins Rezept rein. Apropos Rezept, findet ihr wieder unten als PDF unter dem Video, unter der Videobeschreibung. Sollt ihr jetzt was vergessen haben, dann steht es im Rezept oder ihr habt es im Video. Was habe ich nicht vergessen? Nicht vergessen habe ich auf jeden Fall Zwiebeln. Die habe ich in Ringe geschnitten. Ich habe Champignons, besagtes Brot. Dann habe ich Pfeffer und Salz, ein bisschen Butterschmalz. Ich habe Schnittlauch. Dann habe ich hier eine richtig schöne Schweinelende, die habe ich schon mal ein bisschen vorpariert. Dann habe ich einen richtig kräftigen Käse, das ist ein Appenzeller. Ihr könnt auch Kröher nehmen oder irgendwas in dieser Art. Knoblauch, Sahne. Was ich nicht auf dem Brett habe, ist dann ein bisschen Öl. Das brauche ich, um das Fleisch einfach ein bisschen einzupinseln, vorzubehandeln, bevor es am Grill kommt. Legen wir mal los, indem wir unsere Pilze zubereiten. Was wir brauchen, ist jetzt mal eine richtig schöne Pfanne, in der wir einfach mal ein wenig Butterschmalz erhitzen. Unser Butterschmalz kriegt jetzt langsam Temperatur, dann können wir natürlich schon die Zwiebeln dazu tun. Und die dünsten wir jetzt ein bisschen an. Das dauert jetzt auch gar nicht lang. Einfach so, dass sie ein bisschen weicher werden, ein kleines bisschen Farbe kommen. Die Temperatur wird jetzt reduziert. Ich gebe den Knoblauch dazu. Bleibt. Normalerweise kratze ich ja nicht mit dem Vorlegewerkzeug, sprich mit der großen Pinzette, im Topf umeinander, wenn ich ja kratze, aber es lässt sich halt so richtig schön wenden. Jetzt, wo es aber weicher war, geht es wieder mit dem Kunststoffteil. Oh, Zwiebeln, Knoblauch, welch herrlicher Duft. Wenn die ganzen Zwiebeln jetzt ein bisschen so weich sind und schon ein bisschen Farbe angenommen haben, dann kommen die Pilze dazu. Ich habe hier Champignons. Ich habe es in Scheiben geschnitten. Ihr könnt es natürlich auch in Viertel schneiden. Geht genauso. Aber ich denke mal, so lässt sich später leichter essen auf dem Teller. Ja, und jetzt auf jeden Fall die Champignons mit den Zwiebeln auch ein bisschen angehen lassen. Das schaut doch schon mal richtig gut aus. Die Pilze haben schön Farbe bekommen, sind aber noch so ganz leicht fest. So möchte ich das auch haben. Nichts Schlimmeres als wie so Schwämme, die man dann im Mund hat. Also, frische Pilze unbedingt vonnöten bei so einem Rezept. Jetzt gibt es die Sahne dazu zum Ablöschen. Herrlich. Dann geben wir auch den Schnittlauch dazu. Reichlich. Bisschen Salz. Der Pfeffer. Und die muss quietschen, die Mühle, sonst geht's nicht. So, Temperatur nehme ich gleich weg. Die Pfanne heizt noch lange nach. Da kriegen wir das so hin, wie wir es haben wollen, nämlich richtig schön sämig. Oh, herrlich wird das. Jetzt müssen wir es mal abschmecken. Schauen wir mal, wenn dann schon alles. Oh, sehr gut. So, das lassen wir jetzt ein bisschen quasi reduzieren noch mit der Hitze von der Pfanne. Und wir machen auf alle Fälle parallel dazu mit dem Fleisch weiter.
So, ich habe wieder mal vergessen, die Kamera einzuschalten. Was habe ich gemacht? Ich habe das Schweinefilet in Medaillons geschnitten und habe es flach gedrückt. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Und jetzt werden es nur gesalzen und gepfeffert. Bin gerade beim Pfeffern. Alter Falter, da machst du einmal das Ding aus, damit du ein wenig an Strom sparst, was am Schluss langt. Und dann vergesse ich, steppe das wieder zum Einschalten. Aber gut, ist halt so. Also von beiden Seiten gesalzen und gepfeffert. Jetzt gebe ich einen Schuss Öl da drauf, aus dem ganz einfachen Grund, dass man dann beim Anbraten auf der Platte bzw. am Grill nicht hängen bleibt. Und das Öl reicht uns, weil das reicht für beide Seiten. Da drehen wir es jetzt einfach ein bisschen herum und schmieren es in dem Öl umeinander. Warum mache ich das so rum? Könnt ihr jetzt das ganze Salz und Pfeffer wieder wegwaschen? Nee, wenn ich vorher das Öl drauf mache, dann nehme ich im Prinzip eine Art Schutzschicht auf das Fleisch auf und dann kommen halt die Gewürze nicht mehr so gut ran. So sind die Gewürze schön am Fleisch und ja, werden jetzt gut mit verwertet. Das Ganze geht jetzt am Grill. So, ich habe das Fleisch jetzt auf den Grill gelegt. Der hat richtig schön Dampf, der ist gut vorgeheizt. Und da tun wir jetzt einfach mal ein bisschen ja, die Sache angrillen. Und es geht jetzt wirklich richtig schön flott, weil da hat sich was Grüns versteckt. Und was ich auch noch mache, ich lege mal Brot mal ganz kurz mit auf. Das darf ruhig ein bisschen mit anknuspern. Ich liebe das dann einfach, wenn es dann später mal so richtig schön kross ist. Okay, ja, ziemlich flott. Brot ist soweit, können wir runter tun. Und auch meine Medaillons sind gleich soweit, dass wir es runter tun können. Da machst du mal das Grillmuster drauf und dann ist später weg, weil Pilze drauf sind. Aber wurscht, fürs Gute gewesen. Und schon nehmen wir unser Fleisch wieder runter. Ja, dann geht es auch schon gleich weiter. Ich halbiere mir das, weil sonst kannst du das natürlich auch nicht vernünftig essen und schon gar nicht schön am Teller hier legen. Und ohne kurze Umschweife kommt jetzt Fleisch da drauf. So, mal drei so Medaillons. Weiß nicht, ob es aufgeht. Soll ja schließlich was drauf sein. Ne? Also, wie wenn ich es ausgerechnet hätte. Ne? Herrlich. Das reicht zum Sattwerden. Die Flüssigkeit, die Bratenflüssigkeit, die schüttelt natürlich nicht weg, die geht jetzt in die Pilz. Da ist ein Haufen Geschmack drin. So, das ist noch warm, man sieht es, es dampft noch richtig schön. Hervorragend, die Konsistenz passt jetzt. Da geben wir jetzt was drauf auf unseres ja, Herrentoast. Also, schöne Portion oben drauf. Das passt gerade für diese vier Stücke und da kriegst du wirklich vier Leute mit einem Salat problemlos satt. Jetzt wird der Arbeitsgang ganz einfach. Käse um drauflegen. Also wie gesagt, nehmt einen richtig schönen würzigen Käse. Das macht sich echt gut. Wie gesagt, das hier ist Appenzeller. Vinaigrette nehmen oder irgendwas richtig schön würziges auf jeden Fall. Grill, obere Ablage, unten eine Alufolie drunter, dass wir ein bisschen ja, indirekte Zone bekommen. Und dass, ja, wenn was runterfällt, wie jetzt gerade, das halt nicht in den Grill einfällt. Jetzt lassen wir das Ganze einfach ein bisschen richtig schön ja, überbacken, heiß werden wieder, der Käse soll richtig schön schmelzen. Die Dauer weiß ich noch nicht genau, schau auf die Uhr für euch. Aber Deckel zu, das Ganze bei etwa 180 bis 200 Grad. So, das Ganze hat jetzt gedauert knapp 15 Minuten. So sieht es jetzt aus. Richtig gut. So muss es sein. Ihr seht langsam, wie das oben Farbe bekommt. Der Käse hat sich so richtig um das Material unten, drum, unten drunter drum rumgelegt. Und alles ist heiß. Und jetzt muss man runter und natürlich versuchen. Schauen Sie nicht schön aus, meine Herren Toast. Ein bisschen Schnittlauch könnte man noch drüber tun. Ein bisschen was Grünes drüber. Schon kriegt das gleich sein. Ja, richtig leckeren Touch nochmal.
Ja, jetzt müssen wir es mal anschneiden. Einfach mal Stückele abschneiden. Es interessiert mich jetzt ganz einfach, wie es innen ist. Jawohl, ja. Schau doch mal, das ist noch richtig saftig. Ja, jetzt werden wieder Erinnerungen wach, muss ich ganz ehrlich sagen. So was Einfaches, aber hat es früher echt gegeben und ich weiß gar nicht mehr. Finde es eigentlich gar nicht mehr. Ich habe es nirgendwo mehr auf einer Karte gesehen. Oh Gott. Das knusprige Brot. Diese wirklich schönen, feinen Pilze mit dem Zwiebelgeschmack, die Sahne da drin, der Käse obendrauf und das herrliche Fleisch. Da kannst du sterben dafür. Muss man nicht, kann man selber machen. Ist ganz einfach, muss man nicht sterben dafür, um Gottes Willen, so ein Blödsinn. Also, macht das einfach nach. Ihr könnt das Ganze auch mit Rouladenfleisch machen. Ihr könnt das Ganze auch mit Schnitzelfleisch machen. Ihr könnt das Ganze mit Pute machen. Ihr könnt das Ganze mit Steak machen. Da gibt es so viele Möglichkeiten und sicher viele, viele verschiedene Rezepte dazu. Das ist halt einmal meins. Und das ist das, was mir richtig schmeckt. Also ich bin echt begeistert. Freue mich jetzt aufs Weiteressen. Ja, und euch hoffe ich, dass die ganze Sache gefallen hat. Wenn dem so wäre, wollt ihr mir vielleicht einen Daumen nach oben geben. Würde mich darüber freuen. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, gerade insbesondere vielleicht, wenn ihr wisst, wo der Begriff Herrentoast eigentlich herkommt, würde mich wirklich interessieren, weil du magst da Sachen, redst von Sachen, wovon man keine Ahnung hat. Und ja, wäre schön, wenn man die Ahnung bekommt. Also schreibt drunter, was ihr meint. Sehr, sehr gerne was zu dem Thema Herrentoast als solches. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr es natürlich auch sehr, sehr gerne schreiben. Werde ich auf jeden Fall lesen, werde mich freuen. Und ja, ich werde es auf alle Fälle richtig schön lesen. Ja, was gibt's noch? Da kommt das Logo vom Barbecue aus Franken. Da klickt ihr bitte drauf. Wenn ihr dabei sein wollt bei der Truppe Barbecue aus Franken, sprich bei den Abonnenten, das kostet nichts, das tut nicht weh, das bringt folgenden Vorteil: Ihr habt eine richtig gute Unterhaltung. Vielleicht das ein oder andere Rezept, wo ihr euch abheften wolltet. Wie gesagt, ihr findet es ja unten als PDF. Nutzt es gerne, legt euch einen Ordner an. Ich habe schon überlegt, irgendwelche Bücher zu schreiben oder so, aber ganz ehrlich, der Aufwand muss nicht sein, müsst euch nichts, müsst euch nicht kaufen, braucht ihr kein Geld. Druckt euch die Rezepte aus von den Videos, die euch gefallen. Dann habt ihr auch so ein kleines Barbecue aus Franken Rezeptbuch oder einen kleinen Ordner, je nachdem, wie man es will. Ja, ich bleibe auf alle Fälle. Halt die Glocke aktivieren. Bitte Glocke aktivieren. Ihr kriegt Info, wenn es mal was außer der Reihe gibt. Ja, ich bleibe euer Sven. Bis nächste Woche. Tschüss. Ganz kurze Verabschiedung, zumindest der letzte Teil. Weil ich will ja weiter essen. Versucht es mal mit Brot statt mit Toast. Sensationell.